virtuelle Lukas-Turm ist ein von mir entwickeltes Konzept für kognitives Hochleistungstraining. Das Besondere daran ist, dass es sich auch für Menschen ohne Sehvermögen eignet. Der Lukas-Turm, auch Türme von Hanoi genannt, ist ein bekanntes Denkspiel, bei dem es darauf ankommt, einen Stapel Scheiben in Einzelzügen von einem der drei Dorne auf den gegenüberliegenden zu versetzen, wobei immer nur eine kleinere Scheibe auf einer größeren zu liegen kommen darf. Der einfachste Lukas-Turm besteht aus drei Scheiben. Eine Steigerung lässt sich durch das Hinzufügen weiterer Scheiben erzielen. Die Anzahl ist theoretisch unbegrenzt. Weitere Steigerungsmöglichkeiten sind Spiel in die Gegenrichtung, Spiel gegen die Zeit und Gruppenturniere. Die besondere Herausforderung beim virtuellen Lukas-Turm ist, das Spiel in der eigenen Vorstellung zu absolvieren, ohne Sicht auf das Spielgerät. Der Proband muss das Spielgerät und die Bewegung der Scheiben in seiner Vorstellung abbilden und fortführen. In der Anfangsphase löst der Proband den Lukas-Turm direkt am Spielgerät. Nach und nach erfolgt der pädagogisch begleitete Übergang auf das mentale Spielen. Zunächst kontrolliert eine Begleitperson, ob der Proband die angesagten Züge korrekt durchführt, indem er sie am Spielgerät nachvollzieht und eventuelle Fehler meldet. Bei zunehmender Erfahrung ist der Proband selbst in der Lage zu kontrollieren, ob er seine Züge korrekt durchführt und ob er die Aufgabe in der optimalen Zahl an Zügen bewältigt. Ich demonstriere jetzt das Training mit dem Lukas-Turm, indem ich einen einfachen Turm mit 4 Scheiben löse. Die optimale Zugzahl ist 15. Es handelt sich nicht um eine Simulation und ist auch nicht einstudiert, sondern ich führe ein echtes Training durch. 1, 2. 1, 3. 2, 3. 1, 2. 3, 1. 3, 2. 1, 2. 1, 3. 2, 3. 2, 1. 3, 1. 2, 3. 1, 2. 1, 3. 2, 3. Eine sinnvolle Fortsetzung wäre, den Turm jetzt wieder auf Dorn 1 zurückzuspielen und mit einer zusätzlichen Scheibe fortzufahren. Die optimale Gestaltung des pädagogischen Konzepts wäre Gegenstand umfänglicher Versuchsreihen mit betroffenen Personen. Entgegen der üblichen Gedächtnisübungen wie Memory, Bilderrätsel, Wimmelbilder oder ähnlichem, stellt der virtuelle Lukas-Turm ein intensives mentales Hochleistungstraining dar, das die ernsthafte Hoffnung in sich trägt, bei dementen Prozessen, wie sie beispielsweise bei NCL auftreten, Linderung und Hemmung des Krankheitsverlaufs auszulösen.